Hallo, und weiter geht die Folgenaufnahme am Stück. Da ich nicht will, dass man dort irgendwas verpasst, wird das einfach leider noch gespeichert und weitergetan. Und da haben wir die letzten Baden. Tatsächlich, da sind sie. Tyr gehört mir. Ihr könnt euch um die Hure kümmern. Halte lieber noch einen Moment ein, Arantheal. Schwätzer! Du hast die Menschheit lang genug beherrscht. Bleib stehen, Narazul. Ich befehle es dir. Mit welchem Recht willst du mir etwas befehlen? Mit demselben vielleicht, das ihr benutzt, um unseins zu unterdrücken? Mit dem Recht des Blutes, Narazul Arantial. Mit dem Recht, das mir zuteil ward, als Thealor Arantial, dein Vater. Man versteht kein Wort, aber wahrscheinlich sagt sie im Hetz, dass sie seine Mutter ist und er trat durch und will Bade töten und mir töten dann alle drei. Unsinn! Lügnerei! Hast du dich denn nie gefragt, warum wir dich damals nicht töteten, sondern nur unter dem Meer wegsperrten? Ja. Warum du so ungewöhnlich mächtig bist? Warum die Zeit dir weniger anhaben kann als den anderen Eterna? Aber nein! Du trägst das Blut der Lichtgeborenen in dir, Narazul Arantheal. Da wird gerade weitergeredet. Das heißt, die beiden sorgen mir jetzt gerade, dass er eine Tel Il-Matat werden kann. Mein Sohn. Also halte ein. Unmöglich! Unmöglich! Nein, so kann es nicht. The Jesus Mother, that means Arantheal has the God's blood inside him, which makes it impossible for him to fulfill the predestination of the Tel Il-Matat. Du bist ein halber Lichtgeborener, Arantheal. Dein Schicksal ist besiegelt. Du Spottgeburt von Dreck und Feuer! Wage es nicht, mich anzugreifen! Hey, ich darf jetzt auch kämpfen wieder. Darf ich wieder was machen? Arc has killed Arantheal, an era of Nerim's history has come to an end. Ja. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ihn fallen gelassen. Arantheal hatte das Blut der Lichtgeborenen in sich. Das Blut derer, die er bekämpfte. Er konnte nicht der Schattengott werden. Während wir gekämpft haben, konnten Tyr und Irlanda fliehen. Sie beide sind die Letzten der Lichtgeborenen. Und Tyr, den die Menschen den Schöpfer nennen, müsst ihr mit eurem Schwert entgegentreten. And if I do not want to, now what should I wir do? Wir müssen die beiden aufsuchen. Tyr ist ein rationaler Denker, das weiß ich. Er wird erkannt haben, dass sich zu verstecken nichts nützt und deshalb zu seinem Thron nach Inodan geführt. Leider können wir Inodan nicht auf magischem Wege betreten. Diese Möglichkeit wird nur den Lichtgeborenen zuteil. Sagt, hattet ihr nicht einmal ein Stelldichein mit dem Sternenvolk? Mit denen, die gen Himmel zu fliegen wünschen? So denn uns der Zufall gewogen ist, sind sie und ihr Sternenschiff noch da, hier in Nerim. Und das bedeutet, dass wir mitfliegen könnten. Übrigens, nehmt besser den Seelenschinder mit. Dieses Schwert ist zu einzigartig und gefährlich, als dass es hier im Staub liegen bleibt. Okay. Tel Il-Matat-Robe, die will ich mitnehmen. Ausgezeichnet. Ich bringe uns nach Anku. Aber die Verhandlungen mit diesem König, die übernehmt wohl besser ihr. Da vorne ist dieser seltsame Kauz. Schön, dass ihr doch noch zurückgekehrt seid. Ah, sieht doch. Der Freudenbringer hat einen Pokal mitgebracht. Oder lasst mich nachdenken. Einen Pokal bekommt man für einen Sieg. Einen Sieg hat man nach einem Kampf. Kämpfen tut man mit einem Feind. Und das Gegenteil davon ist Freund. Ja, genau, das war es. Ihr habt einen Freund mitgebracht. Okay. Wie fein. Aber leider fliegen wir gleich fort. Der dicke Erwin ist startklar und wir sind die Letzten, die jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Also, macht's gut. Ino was? Ach ja, Inodan. Lasst mich nachdenken. Ja, da kommen wir bestimmt mal vorbei, bevor wir die Sterne erreichen. Okay, ja, er nimmt uns mit, er nimmt uns mit. Passt. So sind wir in Köln.
Kürze bei Tyr in Inodan. Los, hopp, kommt nur. Wir lassen euch in Inodan raus. Und euer Pokal darf natürlich auch mitkommen, wenn er mag. Was machen jetzt die Hill Giants noch da? So, da müssen wir mal nachher beweisen, dass wir da ein bisschen was an Verständnis haben. Wenn alle einzeln ausschalten, ist dann eben effektiver, wie gegen alle auf einmal zu gehen. Oh, und das in meinem. Some mountain giants attacked us. Luckily we were able to defeat them. Now nothing can prevent us from flying to Inodan, the kingdom of Inodan. Okay, jetzt ladet es eh gerade. Ich wollte nämlich gerade jetzt nochmal einen Quicksave machen. Wow, das Schiff kann schnell fliegen. Ah, Inodan, Sitz der Götter. Was nun kommt, muss von euch ausgetragen werden. Und es gibt bis jetzt nur eine Sache, die ich brutal schade finde. Und das ist, dass die Stimmen so verdammt leise sein. Ich darf euch nicht begleiten. Aber ich bin mir sicher, dass eure Entscheidung weise ist. Divine Command. A Dead Seraph, okay. Quicksave, der hat also gesagt, er kommt nicht mehr mit. Ich heile mir mal wieder voll. Weil Mana ist eh ganz, ganz, ganz angenehm. Und jetzt habe ich natürlich da so ein super cooles Schwert, was man mir da in die Hand gedruckt hat. Und jetzt müssen wir mal schauen. Da vorne ist wieder wer. Seraphim Mage. Lass mal stehen. Wenn die schon so blind sein, dass sie bei helllichtem Tage dran vorbeischleichen kann, dann ja, merkt man, dass das Oblivion Sneaking System einfach completely broken ist. Ähnlich wie es Skyrim System. Do not hinder the future Shadow God. Tyr, former commander of the... Okay. Sie sollen mich gar nicht behindern. Okay. Und kann jetzt dann auch der Kim als Gott gegenübertreten? Dann mal wieder einen toten Seraph. Ich renne jetzt einfach mal gerade durch, weil es wirkt so, wie wenn ich da hinten in den Turm da rein muss. Macht der Soul Flare mehr Damage? Wo ist denn die angezogene Waffe? Da. Na, die machen das gleiche. Hetz war jetzt natürlich wieder cool in... Oh, na, da kehre ich also nicht her. Wo kehre ich jetzt hin? Ich schätze mal nach rechts, weil rechts war Gegner. Und irgendwie will ich das jetzt aber fertig spielen. Ich bin kurz davor, Gott zu werden. Da liegt wieder jemand.
an dem da schleichen wir auch wieder vorbei. Da klauen wir nur zwei Scrolls, was der da hat. Wart. Ah, deswegen kriege ich da zwei Scrolls of Fire. Aber ich glaube, irgendwo habe ich einen Firebite-Spell, ja. Dann schauen wir mal weiter. Wo habe ich das? Ja. F5, Quicksave. Und das Ding habe ich ja zweimal aufgeklaut, oder? Hoffe ich mal. Ja. Warte, muss ich das jetzt öfter machen? Na. The Fire? Okay, ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Jetzt sollte ich also wahrscheinlich dann weitersuchen. Muss ich das vielleicht an mehreren Orten machen? Da ist zu. Vielleicht muss ich nochmal nach links gehen und... Ah, das war davor nicht da. Ah, wahrscheinlich muss ich jetzt das dann auch noch aktivieren. Das heißt, ich muss es drüben nochmal machen und dann ist wahrscheinlich das so weit, dass ich noch geradeaus durchgehen kann. Finde ich aber gerade angenehm, dass ich nicht gegen alle Typen kämpfen muss, weil, ja, die sind einfach nur ihrem Lehnsherrn ja, sehr treu und deswegen sollen jetzt alle draufgehen? Na, müssen sie nicht. Wenn sie mich angreifen, dann habe ich ein Problem mit Zähnen. Sonst nicht. Book of Poems. Take. Okay, dann haben wir jetzt dann da wieder... Machen wir nochmal das da. Your flames point to way to go. Vier Flammen sagen zum Weg, wo man hin muss. Okay. Ah. Okay, jetzt muss ich also nochmal oben, muss man anschauen, was für Richtung die sagen. Okay, die sagen aber scheinbar, statt daher, eher in, jetzt schaue ich da nochmal die Richtung um, weil ihr jetzt erst geradeaus gehen wollt. Ah, na, aber jetzt habe ich da scheinbar eine magische Brücke. Probieren wir mal, ob ich da jetzt drauf gehen kann. Ja. Ah, okay. Es ist wie ein Pfeil daher. Passt. Nochmal ein Quicksave. Ich bin gerade panisch im Quicksave. Ich will jetzt noch nicht, dass irgendwas schief geht. Ah, und da ist jetzt sie und er. Irlanda hat Hand an sich gelegt. Sie hat es nicht verkraftet, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Oh, welch bittere Ironie ist es nur, dass die Unsterblichen nicht gegen sich selbst gefeit sind. Nun bin ich der Letzte der Lichtgeborenen. Und ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag, mich zu töten. Und mit dem Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als damit der Telemaltar zu werden und den Menschen zu geben, was ihnen nach Arantea als Ideal zustand. Die Freiheit. Doch bevor ihr den tödlichen Streich vollführt,
will ich euch anraten, dies alles zu bedenken. Okay. Natürlich, wenn die Lichtgeborenen alle nicht mehr sind, erlangen die Menschen eine Herrschaft ihrer selbst. Aber überlegt euch nur, wer diese Herrschaft dann leitet. Würde die Aristokratie der Privilegierten tatsächlich durch eine Demokratie ersetzt werden? Oder nur durch die Alleinherrschaft desjenigen, der sich am besten durchzusetzen vermag? Ach ja, gab es denn eine, als Arantheal den Gott Nerims Erodam tötete? Nein, Baratheon riss die Macht an sich und regierte allein. Ging es Arctvent denn besser, nachdem ich mich von dort zurückgezogen hatte, um zu sehen, wie die Menschen sich selbst regieren würden? Nein, es ging unter. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist. Und ja, das war sie. Denn sie war beständig. Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden. Und nun ist es an den Lichtgeborenen zu gehen. Tötet mich. Geht von dannen und errichtet eine neue Ordnung. Und seht zu, wie sie scheitert. Genauso gut könntet ihr euch eine Exklave auf dem Meeresgrund errichten, abgeschottet von jeglicher Zivilisation und dort in eurer eingebildeten Gottlosigkeit schwelgen, bis ihr und die Menschheit schließlich erkennt, dass ihr euch von den Göttern nur befreien könnt, indem ihr selbst diesen Platz einnehmt. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Menschen seid unfähig, über euch selbst zu herrschen, ohne einer höheren Macht die Kontrolle anzuvertrauen. Und ihr seid unfähig, euch von dieser höheren Macht zu lösen. Denn wenn ihr es versucht, werdet ihr selbst zu dieser Macht. Und das Spiel beginnt von vorn. Und nun stelle ich euch vor die große Entscheidung. Sie ist rein moralischer Art. Und egal, wie ihr euch entscheidet, es wird euch weder ein Vor- noch ein Nachteil daraus entstehen. Ich muss nun gehen und ihr der Schattengott werden. Ihr habt nun die Wahl, mich mit diesem Schwert zu töten und damit allem zu widersprechen, was ich über die Unfähigkeit der Menschheit sagte. Sobald ich tot bin, wird meine Macht in euch übergehen und euch zum Tel-il-Maltat werden lassen. Die zweite Möglichkeit ist, mein Leben zu verschonen und mir die Chance zu geben, mich mit euch zu verbinden. Auch hier wird meine Kraft in euch aufgehen, aber meine Seele wird nicht sterben. Wenn ihr dies wählt, dann stimmt ihr mir darin zu, dass die Menschen eine höhere Macht benötigen, um sich nicht selbst zu zerfleischen. Entweder oder. Es ist eure Entscheidung. Für mich oder gegen mich. Für die Menschen oder gegen sie. Streckt mich mit dem Schwert nieder, wie ich hier stehe. Oder aber geht einige Schritte zurück, um mir zu zeigen, dass ihr mir zustimmt. Ich harre eurer Entscheidung. Und ich werde sie annehmen. Okay, da muss ich ganz kurz Pause machen. Und zwar, ich will ein Gott werden. Ich werde im Baden-Szenarien ein Gott. Nur als Schattengott halte ich mich raus aus allem, was die Leute anstellen. Und er will, dass ich jetzt dann drüber regieren tue. Aber es ist immer so, wenn Leute nur... wie sage ich das am besten? Wenn Leute immer jemanden haben, der was größer ist, stärker ist wie sie und so weiter und sich auf den verlassen können, dann fangen sie an, dem blind zu folgen. Wenn die Leute jetzt aber auf sich selber gestellt sein, und klar, es wird zuerst einmal schief gehen, wie sonst was, das ist einfach so, weil ein riesiger Haufen von ganz vielen Leuten, der nicht geführt ist, kann nur schief gehen. Aber es wird sich mit der Zeit was bilden und natürlich wird dann jetzt es länger dauern, aber meiner Meinung nach sollte man ihn niederstrecken und im Grunde sollte ich danach sozusagen mich selber auch noch niederstrecken. Einfach leid, dass nachher sozusagen gar nichts mehr da ist von dem Gotteszeugs und dann alle okay sein. Aber natürlich, ich selber mag nicht sterben, bla bla, deswegen, wir hauen ihn einmal um. Dong. Tyr's Soul Cleaver. A two-handed blade. Fine Steel Two-Handed Sword. Das haben wir weg.
Dies war eine Weise. Meinen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Ihr seid der Thiel Imhaltat, der Schattengott Nerims. Genau in eurer Situation befand ich mich damals auch. Und schon bald wurde es gefährlich. Hört genau zu. Den Thiel Imhaltat gibt es nur, weil alles nach Ausgeglichenheit strebt. Die Lichtgeborenen bringen ein Ungleichgewicht in die Welt. Also erhebt sich ein Schattengott, um es zu beseitigen. Das Problem jedoch könnt ihr euch denken. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt, da die Lichtgeborenen fort sind, ist der Schattengott das Gewicht, welches die Waagschale nach unten drückt. Auch er muss verschwinden, damit alles wieder im Gleichgewicht, im Urzustand ist und der Kreislauf neu beginnen kann. Genau das habe ich eigentlich gerade gesagt. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts nimmt die größte Macht vor, die es in der Welt gibt. Ja, es ist die Macht, welche die Welt beherrscht, welche die Welt ist. Das Schicksal wird kommen und euer Leben fordern. Doch ebenso, wie ich damals Hilfe von einem Schattengott erhielt, werde ich euch in diesem Kampf nun beistehen. Folgendes wird geschehen. In wenigen Minuten wird ein Schicksalsbote erscheinen und euch auffordern, euch selbst zu töten. Kommt ihr dem nicht nach, wird er euch angreifen. Dieser Schicksalsbote ist mächtiger als alles andere, was die Welt je hervorgebracht hat. Wie ich sagte, er ist die Welt selbst. Ein einzelner Schattengott mag nicht gegen diesen Boten bestehen. Zwei dagegen haben eine reelle Chance. Wir beide zusammen. Ich werde euch für den Moment jedoch verlassen und dann wiederkommen, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Oh, und übrigens, ihr kennt diesen jemand. Und ihr werdet ihn. Wir werden schon bald miteinander kämpfen. Okay, jetzt könnt ihr aber dann bitte wieder. Ja, danke. Ich wollte da nämlich nur. Endlich. Och, was denn? Seid ihr etwa überrascht, mich zu hören? Ihr wisst doch, dass ich als Träger des Seelenschinders ewig im Schwert weiterlebe. Ich bin ein Teil dieser Klinge. Und bevor ihr jetzt nur herumsteht, während ihr mir zuhört, könntet ihr euch schon mal zurück in die Stadt begeben. Okay, jetzt hören wir natürlich den da. Und ich will jetzt Malphus' Bow bitte haben. Und seine... Holy... Wow. Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Wie ich euch einst sagte, wurde der Seelenschinder vom ersten Thiel Imhaltat geschmiedet und von allen darauffolgenden getragen. Und sie alle gingen in das Schwert über. Ich verfüge jetzt um die Erfahrung und das Wissen aller Schattengötter, die es je gab. Ich mach trotzdem weiter Quick Saves. Biegt hier links ab. Ich wusste plötzlich mehr als jeder Mensch oder Gott zuvor. Und daher verstand ich, was hinter der Vorherbestimmung steckt. Sie ist eine Lüge. Sie wurde geschaffen, um niemals in Erfüllung zu gehen. Ich dachte, die Vorherbestimmung ist der Weg, um die unrechte Herrschaft der Lichtgeborenen zu beenden. Dabei soll sie nur für einen endlosen Kampf zwischen Göttern und Sterblichen sorgen. Normalerweise gewinnen die Götter. Aber manchmal, wie in eurem Fall, gelingt es eben doch jemandem, zum Schattengott aufzusteigen. Wie es normalerweise weitergeht, hat Arkt euch gerade gesagt. Ein Schicksalsbote wird den Schattengott töten und das ganze Spiel wieder von vorn beginnen lassen. Wenn euch Arkt jedoch im Kampf unterstützt, könntet ihr diesen Boten besiegen. Dummerweise würde dies nur Zeit erspielen. Zwar wäre der Bote tot, das Schicksal selbst aber nicht. Ihr würdet nur für einige tausend Jahre überleben können, bis sich irgendwann ein neuer Bote erhebt. Ihr müsst die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen. Ihr werdet die Vorherbestimmung selbst zerstören. Damit ginge auch die Vorherbestimmung... Ihr steht jetzt vor der Konzilhalle der Lichtgeborenen. Ich öffne euch die Tür. Okay. Wenn er das alles auf dem Weg daher hätte sagen sollen, dann müsste man das definitiv abkürzen, weil ich habe derzeit schon nach einem Schlüssel gesucht. F5, Quick Save passt, danke.
Ocean of Heroes. Kriegserklärung ausgestellt von Nahrazul Harantiel, Datum Jahr 0, Tag 1 nach Treomar. Niederschrift des Heiligen Konzils. Was haben wir da noch? Bilder zogen an mir vorüber. Ich suchte die meinen gerechneten Antworten auf die vielen Fragen. Wer war dieser Mann? Ich erblickte einen Moment aus längst verblichen Dank. Ein Mann glüht in schwarze Robe. Okay. Ich glaube, ich muss da durchlaufen. The Creator's Garden. Eigentlich sollten Demi jetzt in Frieden lassen, weil ich, die haben jetzt keinen mehr, dem sie was beibringen können. Und irgendwie will ich mir noch mehr von den Pfeilen her cheaten. Plans to cheat Fate. Since dying, he has learned all the knowledge of the Shadow Gods. The prophecy predicts that Fate's Emperor will soon come to kill the current Shadow God. That's me. The cycle will reset. The world will continue spinning with its predestined fate. Als erstes müsst ihr die Niederschrift der Vorherbestimmung, die ihr aus der Paladin-Festung geborgen hattet, aus meinem Gemach in Erotin holen. Hinter dieser Halle hier, bei der Bibliothek, befindet sich eine Portalkammer, über die ihr dorthin gelangen könnt. Nur die Lichtgeborenen können diese Portale benutzen. Deshalb habe ich niemals mit dem Gedanken gespielt, sie für meine Zwecke zu verwenden. Jetzt aber weiß ich, dass eine Hälfte von... Jedenfalls könnt ihr die Portale nutzen, solange ihr den Seelenschinder bei euch tragt. Geht jetzt nach Erotin. Okay, einmal wieder eine Tür normal geöffnet. Warum sie am Schluss Lockpicking geben wollen? Oder müssen, oder wie auch immer. I need a key. Okay, jetzt muss ich also wieder einen Schlüssel finden. Wo liegt dann jetzt wieder der Schlüssel? Er liegt wahrscheinlich da wieder irgendwo am Tisch. Einfach immer. Jetzt bin ich aber im Kambad. Was... Okay. Mir wird scheinbar nichts mehr weggenommen. Deswegen schauen wir uns einfach mal, was haben wir da... Pray Chant, take, wurscht. Wir nehmen jetzt mal alles. Obwohl, wo geht's da noch auf? Oder war er die eigentlich von da oben rüberkommen und... Ah, Portal Chamber. Ja, da will ich hin. Guard Warehouse. Erotin Portal Chamber, okay. Wir sollen also noch Erotin, sollen die Schrift holen. Wenn ihr hier noch etwas zu erledigen habt, solltet ihr das jetzt tun. Ihr habt einen harten Kampf vor euch. Ich öffne euch die Tür in mein Gemach. Hey, ich komme da jetzt nicht durch, weil da auch so Spectral-Dingens im Weg ist. Ja, Kim außer da. Kim außer da. Jetzt geh weg, jetzt kann ich weitergehen. Danke. Jetzt haben wir noch ein paar Fledermäuse. Na, Fledermäuse, ihr geht's mit nicht nach, bitte. Danke. Was bist denn du? Eine Schattenform. Okay. Wenn du meinst. Wertes Game. Ich bin jetzt schon mal zufrieden, weil da jetzt 5 Wochen Schaden mache. Mit den Pfeilen von dem einen Herrn da. Ah, das ist jetzt wieder so.
so eine tolle unsichtbare Kammerding. Ja. Wir sind schon wieder vor einer halben Stunde. Wir werden es dann scheinbar nächste Woche fertig machen müssen. Denn wir sind jetzt im Palast da. In dem ach so tollen Palazzo. Und ja, wir werden jetzt dann das nächste Mal eben nachschauen, wo wir hin müssen. Und warte, da war ja eigentlich schon einmal, da sollte ja die Map verwenden können. Ja, genau. Da muss ich da oben irgendwo hin. Aber da werden wir es jetzt lassen. Ich speichere da hier oben, wo wir viel Überblick haben, wo wir hin müssen. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's schon wieder von der Kamerale. Ciao, ciao.